Kapuze aufgesetzt und Klinge geschärft. Die Assassin's Creed-Reihe zählt mittlerweile so viele Hauptspiele und Spin-Offs, dass wir fast gar nicht mehr mitkommen. Doch welche Meuchelmörder bleiben bei so vielen Spielen noch im Gedächtnis hängen? Wir frischen euer und vor allem unser Gedächtnis auf und zeigen euch heute die 5 coolsten Assassinen. Reisen wir für die 5. Platzierung doch erstmal ganz weit zurück ins Jahr 2007. Zu dieser Zeit erschien nämlich der erste Teil der Assassin's Creed-Reihe. Mit wem könnten wir also unsere Liste besser öffnen als mit Altair? Altair ist zeitrechnerisch nicht nur der erste Protagonist der Serie, aus seiner Blutlinie entstammen obendrein Desmond Miles und Clay Kaczmarek, Mitglieder der modernen Assassinen. Er zählt zu den zielstrebigsten und talentiertesten Assassinen, die die Welt jemals gesehen hat, und stieg blitzschnell vom Schüler zum Meisterassassin auf. Ein Vorbild für jeden Hobby-Meuchelmörder. Rattatz im Karton. Connor Kenway, der Protagonist aus Assassin's Creed 3, schafft es noch wenigstens auf Platz 4. Aber lasst euch von dieser Zahl ja nicht täuschen, denn der Schleich- und Kletterexperte aus dem 18. Jahrhundert hat es ganz schön in sich. Als Halbbrite, Halburaneinwohner des Mohawk-Clans beherrscht er Tomahawk und Pfeil und Bogen perfekt und erweist sich damit als Talent für sowohl Distanz- als auch Nahangriffe. Aber auch Connors Story bringt interessante Ansätze. Früh musste er sich mit der Gewalt der Kolonisten auseinandersetzen, die für den Tod seiner Mutter verantwortlich sind, was sein Streben nach Freiheit für alle Völkergruppen nur weiter bestärkt. Edward Kenway ist wahrscheinlich der Schambolzen der Assassin's Creed-Reihe. Aber irgendwie ist das auch gar nicht so schwer, denn Piraten sind nicht nur seit Fluch der Karibik und One Piece ein Erfolgsgarant. Mit Witz, Charme und Verstand erkämpft sich der Freibeuter seinen Platz in den Fanherzen und bringt mit seiner unkonventionellen Art frischen Wind in den Assassinorden. Unkonventionell ist auch Edwards Grund, in See zu stechen. Er träumt nämlich davon, seiner Frau Caroline ein besseres Leben zu bieten und entschließt sich deshalb, so viele Reichtümer wie möglich anzuhäufen. Natürlich läuft alles anders und er gerät zwischen den Fronten der Templer und Assassinen. Für welche Seite er sich wohl entschieden hat? Kommen wir von einem Piraten zum nächsten. Adewale war nämlich Crewmitglied von Edward Kenways Besatzung. Er war aber nicht nur eine wichtige Randfigur in Assassin's Creed Black Flag. Im späteren DLC Schrei nach Freiheit war er sogar der Hauptprotagonist. Adewales Geschichte ist deshalb so wahnsinnig interessant, weil er zunächst in die Sklaverei geboren wurde, später jedoch gegen seine Herren aufgebärte. Diese Hintergrundgeschichte und sein späterer Konflikt mit Edward machen Adewale zu einem der tiefgründigsten Charaktere der Spiele. Ihr habt es geahnt und verdammt, ihr hattet recht. Ezio Auditore da Firenze ist auf Platz 1 unseres Videos gelandet und das auch nicht ganz ohne Grund. In ganzen 3 Teilen haben ihm die Entwickler ihre volle Aufmerksamkeit geschenkt, was Ezio nicht nur zu den beliebtesten Charakteren, sondern auch zu den am besten geschriebenen Protagonisten der Assassin's Creed-Spiele macht. In Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood und Assassin's Creed Revelations durften wir Ezio in unterschiedlichen Phasen seines Lebens spielen, mit ihm Krisen durchstehen, Bösewichte zur Strecke bringen und unseren Frieden finden. Viele Fans würden sogar so weit gehen zu behaupten, dass Assassin's Creed nach der Ezio-Saga nie wieder so gut werden konnte. Mit dem bevorstehenden Release von Assassin's Creed Syndicate stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob die beiden neuen Evie und Jacob frischen Wind in die Reihe bringen können. In den Trailern der letzten Zeit machen die Assassin-Zwillinge in jedem Fall einen sympathischen Eindruck. Ob das auch im fertigen Spiel der Fall sein wird? Haltet eure Augen auf giga.de für unseren Test offen. Ach ja, falls ihr euch über diese liebreizende Stimme wundert, das ist meine. Ich bin Cliff, der Neue bei Giga Games und natürlich werde ich euch in Zukunft mit weiteren Videos vor und hinter der Kamera versorgen. Naja, das war's. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis denne.